Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Wenn du ein Video aufgenommen hast und es mit uns teilen möchtest, kannst du es mit dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne machen. Heute sehen wir uns so schlecht kann man doch nicht fahren Momente gemeinsam an. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass das Video als Lernmaterial genommen werden soll. Legen wir los! Der hat es ja mal richtig eilig. Genau so sollte man ein Auto nicht abladen. Der Typ ist wirklich verrückt. Der Typ hat doch gesagt, dass er fahren soll, aber nicht wohin. Echt schwer, die Kurve zu bekommen. Jetzt wissen wir, wie sowas immer passiert. Wer so Holz transportiert, ist wirklich ein Holzkopf. Genau wie der Fahrer. Wie will er da um die Kurve kommen? Mehr Glück als Verstand. Hauptsache weiter Gas geben. Sie weiß gar nicht, was passiert ist. So kann man sich die Vorfahrt auch erzwingen. Da wollte sich noch jemand schnell durchschmuggeln. Einen großen Wagen so zu fahren, ist wirklich nicht schlau. Der blinkt auch noch. Wo wollte er da hinfahren? Sie hätten einfach in die Lücke fahren können. Jetzt können Sie einen Abschleppwagen rufen.
Freunde, welchen Fahrer fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 1 am schlimmsten. Es gibt schon wirklich viele Idioten auf der Straße. Aber der übertreibt ja mal richtig. Schöne Grüße gehen raus an Steven 12, Josefs Glocke, Showtruck, Tamino Gedeon, Sirene und Einsatzfahrten 751, Peter Mattheis, Konrad Enze und Nat Kling. Vielen Dank für eure Kommentare, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.